Nicht. Da die erste Überraschung ins Wasser gefallen ist, hat mein Mann mir eine zweite gemacht. Und wo sind wir jetzt gerade hier? Mir ist gerade ein bisschen schlecht, weil Höhenangst und so weiter. Oh Gott. Ich glaube, das wackelt hier irgendwie. Oh, ey, das ist ziemlich hoch hier gerade, wisst ihr das? Kommt wahrscheinlich in der Kamera gar nicht so rüber, aber hier ist halt so ein Wanderweg. Seht ihr das da unten? So tschick, tschick, tschick. Ihr denkt jetzt wohl nicht, dass ich jetzt da wandere, oder was? Ich würde sagen, wir nehmen euch jetzt mit. Los geht's. You're so wild, I'm not gonna fight it. Hypnotized, stuck inside my mind, because you gotta be something undefined for me. You're so wild, I'm not gonna fight. Replay in my mind of you, things you wanna do to me. Replay in my mind of you and your intentions. You're gonna ruin my reputation. I'm not gonna hide this. You're gonna ruin my reputation. I'm not gonna hide. You go free. I love everything we'll be, 'cause you're gonna ruin my reputation. My reputation. We combine, you know I can't deny it. Intertwine, send the skin so close to mine. You gotta be such a mystery for me. Blow my mind, I just can't deny. Replay in my mind of you, things you wanna do to me. Replay in my mind of you. Oh, scheiße. 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 Scheiße, es hat jetzt angefangen zu regnen. Ich habe derbe Kopfschmerzen, Leute. Scheiße, weil... Licht aus. Nein, aber ich glaube, die frische Luft hier. Karinje, passt mal. Ach, hallo. Es darf einfach nicht wahr sein, dass es schon wieder regnet. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt da wieder hochlatschen. Oh, hey. Jetzt bin ich hier oben drauf. Gott, guck mal. Ich sehe hier gerade gar nichts. Ich glaube, die Kamera sieht mehr als ich. Ich kriege gerade ein bisschen Panik. Das ist so krass. Haben die hier gewohnt oder was ist das jetzt hier, ein Eingang? Oh mein Gott. Ein Weg. Krass. Krasse Scheiße. Ich bin hier mitten im Berg. Ja, das ist so. Ich habe sowas noch nie gesehen, weißt du, das ist echt. Oh Gott, wieder raus hier. Oh Gott, wieder raus! Ey, Bruder. Ja. Ne oldu? Şey var orada, tünel gibi bir şey. Tünel gibi bir şey mi? Evet. İlla ki vardır, olmaz mı? Wir haben jetzt alles soweit fertig. Hunger. Jetzt gehen wir was essen. Hadi, hadi. Hadi. Allah, ben çıkarım da sen düşün. Wir beide sind so müde geworden, plötzlich auf Osten. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der frischen Luft kam oder von Sauerstoff, keine Ahnung. Und auf jeden Fall haben wir beide Kopfschmerzen und unser Energielevel ist gerade hier unten, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen das Essen, was hier wieder hochkommt. Und wir haben zum Beispiel das hier. Okay, das ist das Essen jetzt auch zum ersten Mal. Ich will es euch eigentlich gar nicht zeigen, weil ich es eigentlich nicht mag, so Essen zu zeigen, weil ich dann immer so denke, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das nicht essen können, aber guckt euch mal das an, lecker. Und auch das schmeckt göttlich. Was soll's, ne?
Teşekkürler. Sağ olun. Kafiye dostum. Sağ olun abi. Seht ihr da diese kleinen Stände? Da zum Beispiel. Da. Verpasst. Wir verlassen nämlich gerade Axelay und das sind immer so kleine Last-Chance-Shops, wo man noch so Sachen kaufen kann, die speziell in diesem Ort angeboten werden, sozusagen. Wie zum Beispiel irgendwelche Walnüsse oder sonstiges. Da, unser Urlaub, beziehungsweise das war gar kein Urlaub, unser Urlaub ist jetzt vorbei, würde ich sagen. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Hamza schläft hinten. Ich denke mal, wie lange brauchen wir dahin? Ja, so 6-7 Stunden brauchen wir jetzt bestimmt, auch mit Stopps und so, ne? Weil Hamza will ja zwischendurch noch gefüttert und gestillt werden. Jo, mal sehen. Hey, Ben. Englisch, Jadi? Welcome, dear. Passengers. Passengers. Mm-hmm. This is road and rainy and snow. 6 hours. Das war wohl nichts mit deinem Englisch. Jetzt wollen wir hier kontrolliert. İstanbul'da mısınız? Doğru. Kleine Pause. Stillpause. Ein kleiner Dreckspatzalle. Nicht an meiner Michael-Kette reißen. Ich habe Zunge auf ein Eis. Eis, Eis, Eis. Da ist. Wir machen jetzt hier noch eine Eispause und dann geht's wieder weiter, ne, Ulo? Der kleine Pupsi trinkt und isst seit Tagen nichts, weil er noch immer noch krank ist. Jetzt hat er hier schon die halbe Buddel leer getrunken und will immer mehr, mehr, mehr. Ja, ja hier. Allah, Allah. Oh mein Gott, was für eine schöne Aussicht. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht von außen. Wir werden jetzt hier noch mal ein bisschen zu Ende essen. Und dann geht's weiter. Ich glaube, es sind noch 200 Kilometer bis Istanbul und dann sind wir endlich zu Hause. So, ich habe jetzt eben hier noch mein Gesicht gewaschen. Mir geht's gerade gar nicht gut. So heftige Kopfschmerzen. Kopfschmerzen und Schwindel. Geht's zurück. Welcome to Istanbul. So, ich habe jetzt noch eine kleine, beziehungsweise eine Riesenempfehlung für euch. Das solltet ihr euch unbedingt angucken. Das ist der Hammer. Und zwar wünschte ich, hätte ich das schon damals vorher gemacht, weil dann hätte ich eine Menge Geld gespart. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, oh, wovon redet sie denn? Das ist das ätzendste, was es überhaupt gibt. Und jeder, der es schon einmal gemacht hat, der kann mich bestimmt richtig gut verstehen. Und zwar Steuererklärung. Stopp! Nicht wegschalten. Erstmal herzlichen Dank an Wondertax für die super, super Kooperation. Also, es gibt ein Programm, das führt euch Schritt für Schritt durch die Steuererklärung durch. Total easy. Und wenn ihr das alles total idiotensicher ausgefüllt habt, weil es sind immer ganz typische, klassische Fragen. Wie lautet deine Steuerklasse? Dann kannst du hier zum Beispiel deinen Verdienst eintragen. Fragst du dich wahrscheinlich, oh Gott, was muss ich hier denn alles eintragen? Kein Problem. Dann kriegst du hier so was geöffnet, da stehen hier die Punkte, die du da zum Beispiel eintragen kannst. Und dann wirst du wirklich Schritt für Schritt ganz easy peasy durch dieses Menü geleitet und erfährst dann auch direkt, was du
an Steuern zurückbekommst. Ich würde euch immer empfehlen, die Steuern zu machen, auch für Studenten. Da ihr ja gar keine Einnahmen habt und nur Ausnahmen habt, würde ich auch für Studenten und Azubis empfehlen, auf jeden Fall eine Steuererklärung abzugeben. Ihr könnt nämlich auch rückwirkend zu 4 Jahren eure Steuererklärung abgeben. Das heißt, nicht nur 2017, das heißt, wenn ihr jetzt 4 Jahre keine abgegeben habt, könnt ihr die Erklärung für 4 Jahre abgeben. Im Durchschnitt bekommt ihr, wenn ihr dieses Programm richtig ausgefüllt habt, bekommt ihr vom deutschen Staat, jetzt halt euch fest, 950 Euro zurück. Das heißt, wenn ihr bis jetzt keine Steuererklärung abgegeben habt und das für 4 Jahre dann abgibt, dann seid ihr mal fast knapp bei 4.000 Euro. Das ist natürlich eine Menge Geld. Ich würde auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben, weil das ist sonst verschenktes Geld, was ihr dem Staat überlässt. Und warum solltet ihr etwas dem Staat überlassen, was euch eigentlich zusteht? Deswegen würde ich auch Azubis, Studenten und allen Arbeitnehmern empfehlen, Steuererklärung abzugeben. Ganz bald gibt es dieses Programm übrigens auch für Selbstständige. Da könnt ihr wahrscheinlich dann genau dasselbe dann für Selbstständige ausfüllen. Eine Steuererklärung kostet bei WonderTax 34,95 € und ihr könnt mit meinem 10 € Rabattcode eine Steuererklärung knapp 24 Euro einlösen. Deswegen würde ich euch das ans Herz legen, auf jeden Fall zu machen. Ich fand das eine super interessante Sache und deswegen habe ich gesagt, ich bin auf jeden Fall mit dabei. So, jetzt wollen wir mal hier weiter. So, einen wunderschönen guten Morgen. Next day. Jetzt sind wir schon auf dem Weg Richtung Oma, weil Oma uns zum Frühstück eingeladen hat auf unseren Mittag. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, können wir noch eine Wohnung besichtigen. Mal sehen. Wir hoffen, wir schaffen das. Und das Auto müssen wir dann heute Abend wieder abgeben. Scheiße. Wir hatten es nämlich nur gemietet für ein paar Tage. Und ja. So sieht es dann aus, wenn alles wieder fertig gegessen ist. Ja, meine Oma kann auch noch Deutsch. Dimma, Oma, Omi. Ja, kann ich. Ja. Ja. Nicht ganz, aber? Ein bisschen. Überhaupt nicht vergessen. Nee. Wie viele Jahre warst du in Deutschland? 15. 15. 15 Jahre. Wie lange bist du jetzt wieder hier? 35. 35 Jahre bist du jetzt wieder hier. Ja, und kann immer noch Deutsch sprechen, seht ihr? Ich kann Deutsch, ich kann Griechisch auch. Griechisch auch. Hansa, kannst du hier sitzen ein bisschen, du? Nee, er sitzt nicht. Warum willst du nicht sitzen? Er will laufen. Du willst hier mal laufen? Kannst du laufen? Hier, komm. Hansa, warum meinst du, meine Kleine? Wir sind schon wieder auf dem Rückweg, ey, das ist so nervig. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Das ist auch schon wieder ein Grund, weshalb ich keinen Bock auf Istanbul habe. Das ist in jeder Großstadt, glaube ich, so, dass hier so viel Verkehr ist. Der ganze Tag geht nur für den Verkehr drauf. Da hat man gar keine Lust mehr hier irgendwas. Wieder zu Hause angekommen. Hamza schläft jetzt noch ein bisschen bei uns im Zimmer, weil er immer noch krank ist. Und ich habe Angst, dass er sich nachts irgendwie verstopft und keine Luft mehr kriegt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Wohnung zurückkommen, die wir vorhin besichtigt haben. Ey, ihr hättet das sehen sollen. Sammy meinte zu mir, ich nehme alles zurück, was ich zu dir gesagt habe, von wegen, du seist so ein bisschen unordentlich und dreckig. Alter, ganz ehrlich, wenn man eine Wohnung vermieten möchte, dann macht man die doch irgendwie sauber, oder nicht? Oder empfängt man dann die Leute, die das besichtigen, richtig dreckig, überall liegt Wäsche rum, überall... Da kriegt man doch gar keine Lust, das irgendwie zu mieten, weil man denkt, oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Oder liege ich da falsch? Ich hätte euch das zu gerne gezeigt, aber man darf halt immer bei Wohnungsbesichtigungen nicht filmen. Das ist ja klar. Das war einfach zu windig, weil es auch ein bisschen oberhalb war. Also ich liebe Istanbul über alles, ne? Aber ich habe wieder mal gemerkt, wie nervig diese Stadt ist. Lauf, kleine Raupe, lauf hier entlang. Woo, lauf, super! Hansa, wo willst du denn hin? Wow. Wenn man kein Gehlauffrei, wie heißen diese Wagen? Ja, wenn man davon keinen hat, dann muss man hier halt mit dem durch die Wohnung laufen, ne? Weil vom wegen sitzen ist nicht, er will nur noch gehen. Ah. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, meine letzten beiden Videos natürlich. Und ich werde mich natürlich über ein Abonnement freuen und über einen Kommentar und Daumen und alles drum und dran. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.